Moment, was war das wichtigste Erlebnis? An was erinnerst du dich am stärksten? Das wichtigste Erlebnis, ja, wenn man eine lange Karriere hinter sich hat, dann hat man natürlich viele schöne Momente hinter sich. Aber ich glaube, so mit einer der schönsten Momente war, wo ich wirklich das erste Mal Europameister wurde. Mhm. Ich war damals gab es, vielleicht kennen die jetzigen Sportler das nicht, früher gab es nur Jugend und Senioren. Und heute gibt es ja Kadetten, Jugend, Junioren, Senioren. Und man hat viel mehr die Möglichkeit, auf einer EM oder WM teilzunehmen. Und ich war damals zweimal bei den Jugendlichen, bin ich Vize-Europameister geworden. Irgendwie hab ich es nicht geschafft, Erster zu werden, obwohl ich immer der Favorit war. Und ich habe trotzdem nicht aufgegeben, trotzdem an mich geglaubt, weiterhin fleißig trainiert und mir wirklich klare Ziele vor die Augen gesetzt, beziehungsweise in meinen Kopf reingesetzt. Und konnte dann mit 16 war ich dann der jüngste Senioren-Europameister. Und das war somit einer der schönsten Erlebnisse. Gibt es im Rückblick auch etwas, was du heute vielleicht anders machen würdest als damals, als Sportler? Nein, zum Glück kann ich sagen, wenn ich zurückblicke, dass ich mein Bestmögliches gegeben habe. Wenn ich heute darüber nachdenken würde, boah, hätte ich mal vielleicht das besser gemacht, dann wäre ich, glaube ich, mein ganzes Leben unzufrieden. Ja. Aber ich weiß, dass ich mein Bestes gegeben habe und deswegen kann ich mir nicht vorwerfen, wenn es mal nicht funktioniert hat mit einer Goldmedaille oder mit einer Silbermedaille oder mit einer Bronze oder mit überhaupt gar keiner Medaille. Wenn man wirklich mit ganzem Herzen sein Bestes gibt, kann man sich auch nicht vorwerfen. Du bist ja jetzt nach den Olympischen Spielen von Rio 2016, hast du dich ja zurückgezogen als Aktiver, bist seither als Trainer tätig, hast auch deinen eigenen Verein gegründet. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen auf deiner Homepage und deinen Social-Media-Auftritten umgeschaut. Du warst ja 2009 viel unterwegs, also wirklich von Indien bis Norwegen, viele Seminare, auch im Ausland. Und dann plötzlich 2020 dieser Einbruch, praktisch gar nichts mehr. Wie gehst du damit um? Also wie motivierst du dich jetzt trotzdem immer so dabei zu bleiben? Weil Taekwondo einfach meine Leidenschaft ist. Mhm. Ich mache das, weil ich das liebe. Und versuche auch diese Liebe und diese Leidenschaft auch an meine eigenen Schüler weiter zu vermitteln. Und einige sind auch, glaube ich, gerade auch hier. Und das macht mir halt einfach nur Spaß. Und wir versuchen trotzdem weiterhin aufgrund der schwierigen Situation Online-Training, so wie auch Ümit das macht mit seinem Verein, auch eine tolle Arbeit leistet mit internationalen Referenten. Und das versuchen wir natürlich auch mit unserem Verein zu machen. Ja, und bieten unseren Mitgliedern regelmäßig Online-Training an, dass sie zumindest fit bleiben, dass man trotzdem unbedingt komplett auf das Technische achten. Hauptsache, man ist in Bewegung, man versucht irgendwie fit zu bleiben, man hat trotzdem Spaß, man kommt nicht aus der Routine. Und es ist eine schwierige Situation. Aber ich habe auch letztes Mal zum Beispiel ein Beispiel aus meiner eigenen Karriere gegeben. Es ist richtig, ja, es gibt seit einem Jahr keine Turniere. Man kann nicht kontinuierlich trainieren. Zwischendurch gibt es mal diese Phase, wo es mal einen Lockdown gibt. Und das ist natürlich sehr schwierig. Aber die haben trotzdem die Möglichkeit, weiterhin zu trainieren. Die sind körperlich nicht eingeschränkt. Die können selber laufen gehen draußen, können Online-Training machen. Jeder kann was für sich machen. Und ich habe ein Beispiel gegeben, als ich damals, ich hatte sehr große Verletzungen, die kennst du auch aus meiner Zeit. Und wenn man halt mal eine große Verletzung hat, dann kann man mal vielleicht mal ein Jahr gar nichts machen. Ja, also man kann sich nicht bewegen, man kann keine Tritte machen, man kann nicht laufen gehen, man hat Schmerzen, man hat eine frische Operation hinter sich. Und ich finde, so eine Verletzung ist viel, viel schwieriger, wie wenn man weiterhin trotzdem trainieren kann, aber dafür so eine Wettkampfpause hat. Mhm.
Ja, das wünsche ich auch keinem, dass man sich verletzt, aber die Situation ist halt vielleicht anders. Man kann, ja, man kann vielleicht nichts unternehmen, es ist langweilig, aber trotzdem muss man versuchen, sich irgendwie weiterhin zu motivieren und wirklich klare, wirklich Ziele setzen. Und genau jetzt in der Phase, wo die Leute am Ball bleiben, wo die weiterhin kontinuierlich trainieren, die werden es, glaube ich, auch ganz weit nach oben schaffen. Weil es sind immer weniger, es werden immer weniger gehen, weil sich die Phase auch jetzt etwas länger gezogen hat oder länger andauert, werden auch immer viel mehr, weniger Sportler, die auch an solchen Online-Trainings zum Beispiel teilnehmen oder mal selber die Initiative greifen, Sport zu machen. Das wird weniger. Und die Leute, die wirklich jetzt weiterhin am Ball bleiben, glaube ich, die können später, glaube ich, auch ganz gut. Hast du eigentlich auch so ein persönliches Trainingsprogramm jetzt im Moment? Also zum Beispiel, was heißt ich, jeden Tag laufen oder jeden Tag Krafttraining? Oder wie machst du das, um dich selber fit zu halten momentan? Ich mache einmal die Woche mit meinem Verein, also mit den Kids aus meinem Verein, mache ich halt Online-Training und da versuche ich mich fit zu halten. Aber so jetzt regelmäßig mache ich wirklich keinen Sport mehr, muss ich auch jetzt ehrlich sein. Ja? Also ich gehe nicht freiwillig noch laufen oder mache noch Krafttraining für mich. Wir sind 2-3 Trainer und wir teilen uns unseren Online-Training auf. Und ja, und wenn ich mal dran bin, dann versuche ich halt auch ein bisschen mitzutrainieren. Aber ich glaube, ich kann immer noch ein bisschen gut mithalten, aber natürlich so fit wie früher bin ich auch nicht mehr. Ja, du hast ja auch noch einen Hauptberuf, oder? Also du arbeitest ja nebenher auch noch ganz normal, in Anführungszeichen. Richtig, richtig. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und bin seit 2010 bei ThyssenKrupp im Einkauf tätig. Und ja, bedingt durch die Corona-Pandemie bin ich natürlich auch zu Hause im Homeoffice. Und dann tut es natürlich auch mal gut, sich zu bewegen zu Hause. Auf jeden Fall hat mir das heute sehr viel Spaß gemacht, weil auch so viele Leute dabei waren. Eine Frage, die mir noch eingefallen ist, es wird ja jetzt viel gesprochen über die Olympischen Spiele. Also finden sie jetzt statt, finden sie womöglich gar nicht statt? Für dich waren ja die Olympischen Spiele auch sehr wichtig. Du hast ja seinerzeit wahnsinnig viel Energie in die Qualifikation auch investiert. Wie denkst du darüber? Also was würde das für den Sport und für die Sportler bedeuten, wenn jetzt die Olympischen Spiele vielleicht echt einmal total ausfallen würden? Ich glaube, natürlich ist das für jeden Sportler ja sehr hart, weil man bereitet sich ja jahrelang auf das große Ereignis vor. Und es wäre natürlich sehr schade, wenn die nicht dabei sein können oder wenn die Olympischen Spiele ausfallen würden. Aber dennoch kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass die Gesundheit vorgeht. Ja, es bringt nichts, wenn die Olympischen Spiele stattfinden und es passieren ja wirklich Fälle, wo die Leute auch durch diese Corona-Krankheit auch sterben. Und das bringt nichts, wenn man sagt, ja, die Olympischen Spiele haben stattgefunden, aber da sind so und so viele Leute gestorben oder sind gesundheitlich gar nicht mehr in der Lage, Sport zu machen. Deswegen wäre das natürlich eine sehr harte Entscheidung, eine sehr schwierige Entscheidung, aber ich glaube, die Gesundheit geht vor. Gut, das waren die Fragen, die ich mir jetzt vorbereitet habe. Gibt es was, was du gerne noch ergänzen würdest? Eine Message an die Sportler da draußen? Wie ich schon gerade auch gesagt habe, also die Leute, die trotzdem jetzt, obwohl dieser schwierigen Phase, weiterhin trainieren, am Ball bleiben und an sich glauben und auch Ziele setzen, werden das, denke ich mal, ganz weit nach oben schaffen. Gebt einfach euer Bestes, bleibt weiterhin im Training, bleibt motiviert euch selber. Seid froh darüber, dass ihr immer noch gesund seid und auch gesund bleibt hoffentlich, weil das ist das Wichtigste. Gesundheit kann man sich nicht kaufen. Das ist das Wichtigste. Wir können auch einen Monat später, 2 Monate später wieder in der Halle trainieren. Irgendwann wird es wieder anfangen, auch wieder losgehen. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass wir alle gesund bleiben. Ja. Gut. Dankeschön, Levent und Ümit, Benny.
Und ich möchte mich auch natürlich auch bei Ümit bedanken, der auch so wirklich eine sehr hervorragende Arbeit mit seinem Verein leistet. Ich kenne ja den Ümit schon auch sehr lange. Und er ist einfach auch ein Mensch, der sehr sympathisch ist und auch wirklich mit Herz und mit Leidenschaft bei dieser Sportart mit dabei ist. Deswegen habe ich auch aufgrund dessen habe ich auch die Anfrage auch natürlich zugesagt. Ich mag ihn sehr. Er macht halt eine gute Arbeit. Seid froh, dass ihr so einen Trainer habt, der versucht, für euch einen Referenten, internationale Referenten zu besorgen. Der versucht, Online-Training trotz der Corona-Phase zu machen. Darüber muss man erstmal auch bewusst sein, wie viel Aufwand das alles ist. Das ist alles nicht selbstverständlich. Man muss es auch mal zu schätzen wissen. Und weil das bringt trotzdem viel Mühe mit sich. Und da bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich. Also gute Arbeit auch Benny, der auch das versucht, hier Wissen publik zu machen mit seinem Taekwondo Replays Channel auf YouTube, dass die Leute trotzdem, die jetzt, sage ich mal, vielleicht heute nicht geschafft haben, dabei zu sein, dass sie das vielleicht morgen nachholen können oder übermorgen nachholen können oder vielleicht auch mal zum späteren Zeitpunkt, dass die Videos wirklich abgespeichert sind und die Leute jederzeit darauf zurückgreifen können. Ja, und letztendlich geht es hier um Spaß, um Motivation und deswegen war ich heute für euch alle da und ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt und habt das auch genossen. Vielen lieben Dank für die Rücken natürlich. Wir haben uns sehr gefreut. Alle sind motivierter und es ist egal, ob wir im Taekwondo und bleiben am Ball.